Ein einzelner Organspender kann bis zu 7 schwerkranken Menschen helfen. 3/4 der Deutschen sind laut Umfragen durchaus bereit, ein Organ zu spenden. Bislang besitzt aber nur 1/4 der Bürger einen Organspendeausweis. Marc T. Hofmann hat sich mal in Hannovers Innenstadt umgehört, wie die Hannoveraner zum Thema Organspende stehen. Ja, ich habe da öfter schon mal drüber nachgedacht, aber wie bei so vielen anderen Dingen, die irgendwie wichtig sind, dass ich da das immer wieder verwerfe. Ich finde das auch ein schwieriges Thema, immer so, ne? Irgendwie so seine eigenen Organe weggeben, anderen helfen wollen, ja. Ich finde sowas eigentlich ganz gut, weil wir werden sie dann später nicht mehr brauchen und da finde ich, kann man ja sowas auch gern weitergeben. Also ich bin da positiv, ja. Also nur Familie, nicht einfach irgendwem seine Organe spenden. Ich habe schon lange einen Organspendeausweis. Ich habe ihn schon zweimal zerrissen. Und jedes Mal, wenn so ein Skandal ist, dann fragt man sich, ob man es wirklich machen soll. Aber ich denke, ich habe ihn noch. Also wenn mir was passiert, meine Organe können weg. Kann jeder haben. Ich bin noch sehr jung, sage ich mal, und ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht so befasst. Soll ja jetzt vereinfacht werden mit dem Organspendeausweis. Ich finde das durchaus positiv. Die Menschen sollten eben nur überprüft werden, ob sie gesundheitlich unbedenklich sind. Ich habe mir diese Fragen nicht so gestellt, weil ich glaube, ich zu alt bin, um zu spenden. Meine will keiner mehr, meine Organe. Ist blöd, wenn sowas immer nur über Kohle läuft, ansonsten ist es ja eine gute Sache, ne? Ich habe auch noch nicht verfügt, das mit der Organspende, ne? Ich aber bin am Überlegen, wie man das machen soll und verfügen soll irgendwie. Aber eigentlich bin ich dafür, aber bin nicht dafür, dass nun Leute bevorzugt werden, ne? Oder weil sie eben über mehr Geld verfügen, dass sie dann eher an Spenderorgane kommen.